Massengutfrachter zählen zu den wichtigsten Transportmitteln des Welthandels. Schwer beladen mit Eisenerz und anderen wichtigen Rohmaterialien ermöglichen erst diese Giganten der Meere eine globale Wirtschaft. Doch auch sie sinken mit besorgniserregender Regelmäßigkeit. Im November 1986 machte sich die Kowloon Bridge von Kanada aus auf den Weg über den Nordatlantik. An Bord hatte sie mehr als 160.000 Tonnen Eisenerz für die Stahlwerke in Nordostengland. Doch dort kam sie nie an. Während der stürmischen Überfahrt zeigten sich plötzlich alarmierende Risse auf dem Deck des Schiffes. Dann versagte die Steuerung. Die 28-Mann-Besatzung wurden per Hubschrauber evakuiert. Am nächsten Tag lief das führerlose Schiff vor der Südküste Irlands auf Grund. Mehrere Schlepper arbeiteten tagelang, schafften es aber nicht, den Frachter wieder flott zu machen. Die schwere See prallte mit solcher Wucht gegen den Rumpf, dass die Kowloon Bridge schließlich auseinanderbrach. Am 24. November 1986 rutschte sie von den Felsen und sank im tieferen Wasser. Nur der Schornstein ragte noch aus den Wellen. Im Lauf der letzten 7 Jahre sind 45 solcher gewaltigen Schiffe gesunken, zerbrochen oder einfach verschwunden. Bei weiteren 60, die noch in den nächsten rettenden Hafen zurückgelangten, war es auf See zu ernsten Problemen gekommen. In jedem Jahr kommen 500 Seeleute auf Massengutfrachtern ums Leben. Die meisten dieser Unglücke geschehen fast unbemerkt. Erst der auch von den Medien zur Kenntnis genommene Untergang der Kowloon Bridge sorgte dafür, dass eines der größten Rätsel des Schiffbaus endlich untersucht wurde. Die Kowloon Bridge war einer von 6 großen Massengutfrachtern, die in den 70er Jahren von einer britischen Schiffswerft gebaut worden waren. Mit ihren mehr als 300 Metern Länge waren diese Schiffe größer als die Titanic und zählten zu den größten Frachtern, die je in England gebaut wurden. Ein Rekord, der ihre Erbauer in der Folge wohl kaum glücklich gemacht haben dürfte. Nicht nur die Kowloon Bridge hatte Probleme. Schon im September 1980 war die Derbyshire während eines Taifuns ohne jedes Notrufsignal in chinesischen Gewässern verschwunden. Ein Ölfilm auf den Wellen war der einzige Hinweis auf den Verbleib des Schiffes. 44 meist britische Seeleute starben. Im offiziellen Ermittlungsbericht der britischen Regierung wurden Naturgewalten für den Untergang verantwortlich gemacht. 'Nachdem auch die Kowloon Bridge untergegangen war, forderten die Angehörigen der Opfer der Derbyshire eine erneute Untersuchung auch des ersten Unglücks. Die Tatsache, dass schon 2 Schiffe aus der Modellserie gesunken waren, musste ihrer Ansicht nach auf einen generellen Konstruktionsfehler der Frachter hinweisen. 170.000 Tonnen Schiffe dürften normalerweise nicht einfach in den Wellen verschwinden. Doch die Familien der Opfer blieben erfolglos. Die Ermittlungen waren eingestellt und die Behörden hatten nicht vor, sie wieder aufzunehmen. Erst als sich eine Gewerkschaft der Sache annahm, wurde der Forderung der Angehörigen nachgegeben. Bevor man ein Unglück nicht gründlich untersucht und seine Ursache herausgefunden hat, wird man in der Zukunft Ähnliches kaum vermeiden können. Wir schulden das den Überlebenden und den Familien der Opfer. In einer beispiellosen Aktion sammelte die Gewerkschaft 500.000 Pfund, um eigene Ermittlungen zum Untergang der Derbyshire anstellen zu können. Bald reichte das Geld, um das Wrack im chinesischen Meer suchen zu lassen. Tagelang wurde das Gebiet durchforstet, bis per Tiefsee-Echolot schließlich ein Wrack am Meeresboden gefunden wurde, das durchaus die Derbyshire sein könnte. Doch es lag in fast 4 Kilometern Tiefe. Für eine Bergung aus der Tiefsee reichten die finanziellen Mittel der Gewerkschaft jedoch nicht. Am letzten Tag der Aktion schickte die Mannschaft eine Unterwasserkamera zum Wrack. Schließlich tauchte der Name des versunkenen Schiffes auf. That's
Die Derbysha war gefunden, ihr Geheimnis allerdings noch immer nicht gelüftet. In der Folge konnte die britische Regierung dazu gebracht werden, das Wrack des Frachters zumindest unter Wasser zu untersuchen. Heute kann sich keine Regierung mehr herausreden, wenn sie ein Schiffsunglück nicht untersucht. Egal für welche Tiefe, es gibt die nötige Technologie. Das zeigten wir auf und brachten sie dadurch in Verlegenheit. Die britische Regierung wandte sich an das Woods Hole Institut in Neuengland, das 3 Jahre zuvor die Titanic in 4 Kilometern Tiefe im Atlantik gefunden hatte. Für die Untersuchung des Wracks nutzte das Institutsteam modernste Echolot- und Videotechnologien und digitale Kameras. Die Wrackteile waren am Grund des Pazifik auf einer Fläche von mehr als 1000 Quadratmetern verteilt. Hier sieht man vor allem Sedimentablagerung. Am Boden gibt es ein leichtes Gefälle. Innerhalb der roten Umrandung liegt der Bereich, in dem die meisten Wrackteile verstreut sind. Man sieht deutlich, wie verteilt sie sind. Bei der Untersuchung eines Flugzeugunglücks versuchen die Ermittler, aus allen Trümmern das Wrack wieder zusammenzubauen, um die Ursache zu finden. Die Reste dieses riesigen Schiffes auf dem Meeresboden zusammenzutragen, war allerdings unmöglich. Mit Hilfe moderner Technologie gab es auch für dieses Problem eine Lösung. Das Schiff wurde virtuell, das heißt am Computer, zusammengebaut. Ferngesteuerte Kameras hatten fast 136.000 Aufnahmen des Wracks gemacht, die ein Computer wie ein Puzzle zusammensetzen konnte. Stück für Stück wurde in mühevoller Kleinarbeit ein virtuelles Derbyshire-Wrack erschaffen. Schiffbauingenieure, die Angehörigen der Opfer berieten, gingen davon aus, dass sich der mögliche Konstruktionsfehler wohl bei Spant 65 befinden müsste, wo der Laderaum Nummer 9 an das Heck grenzt. Diese virtuelle Nachbildung zeigt aber, dass sich im hinteren Teil des Schiffes zwischen dem riesigen Laderaum Nummer 9 und dem Heck kein Riss befindet. An dieser Stelle war die Derbysha also nicht auseinandergebrochen. Die Ermittler mussten wieder von vorn anfangen. Die Tatsache, dass das Heck überhaupt da war, stellte für sie allerdings schon eine wichtige Spur dar. Unter allen Wrackteilen sind Bug und Heck die beiden größten Stücke. Auf dem Meeresgrund lag der Bug nur wenige hundert Meter vom Heck entfernt. Dies deutet darauf hin, dass der Frachter wohl nicht auf der Wasseroberfläche zerbrochen war. In diesem Fall wäre das schwere Heck mit seinen Aufbauten nämlich sehr viel schneller gesunken als der Rest des Schiffes, der noch kilometerweit hätte abgetrieben werden können. Wenn man in 4000 Metern Tiefe entdeckt, dass das Heck nur 600 Meter vom Rest entfernt liegt, ist das fast schon ein Beweis dafür, dass diese Teile an der Oberfläche intakt waren und erst später getrennt wurden. Wenn die Derbysha aber nicht an der Oberfläche zerbrach, warum war sie dann gesunken? Vielleicht waren die ersten Ermittlungen doch nicht falsch gewesen und das Schiff war einfach vom Sturm überwältigt worden. Ich begann nun, die asiatischen Zyklone und die Wellen, die sie verursachen können, mathematisch zu errechnen. Zu meiner Überraschung stellte ich dabei fest, dass diese Wellen 25 bis 30 Meter hoch werden. Und das ist mehr Seegang, als solchen Schiffen normalerweise begegnet. Die meisten werden nie auf solche Wellenhöhen treffen. In einem Sturm müssen sie ihnen aber trotzdem standhalten können. Unterwasseraufnahmen brachten schließlich die Lösung des Rätsels. Einige Lukendeckel der Derbysha zeigten Spuren von Beschädigung. Nun musste noch geklärt werden, ob sie während des Sinkens beschädigt worden waren oder schon an der Wasseroberfläche. Die Lukendeckel eines Frachters dieser Größe und Bauart wiegen mehr als 30 Tonnen. Trotzdem dämmerte den Ermittlern, dass sie eine besondere Schwachstelle in der Konstruktion darstellen könnten. Die Lukendeckel nehmen 30% der Deckfläche ein. Doch ihre Festigkeit beträgt nur ein Zehntel der Festigkeit der restlichen Fläche. Das ist das Problem. Bei Wellen von mehr als 25 Metern gibt der Deckel mit größter Wahrscheinlichkeit nach. Professor Faulkner errechnete,
dass schon ein einziger beschädigter Lukendeckel zum Untergang des gewaltigen Schiffes führen konnte. Wir nehmen an, dass der erste Deckel von einer großen Welle beschädigt wurde und nachgab. Wenn sich die erste Abteilung aber füllt, ist das Schiff praktisch schon verloren, denn innerhalb kürzester Zeit steht dann das ganze Vordeck etwa 3 Meter unter Wasser. Selbst eine kleinere Welle würde nun den zweiten Deckel eindrücken können. Und sobald auch die zweite Abteilung voll ist, neigt sich der Bug des Schiffes schon beträchtlich. Kaum 3 Minuten später dürfte es untergehen. Der Kapitän hat in einer solchen Situation kaum mehr Zeit zu reagieren. Er bemerkt das Problem doch erst, wenn der erste Deckel nachgibt und er an seinem Platz am Heck schon in die Höhe gehoben wird, weil der Bug versinkt. Und dann kann er nichts mehr. Die Crew der Derbyshire hatte nicht einmal Zeit, einen Notruf zu senden. Dabei war ihr Schiff zum Zeitpunkt des Unglücks mit seinen 4 Jahren noch fast neu. Mit erschreckender Regelmäßigkeit sinkt etwa alle 2 Monate irgendwo auf der Welt ein großer Massengutfrachter. Eine Tatsache, die wohl den größten Skandal der modernen Seefahrt darstellt. Der Verschleiß dieser Schiffe ist so groß, dass viele Experten heute selbst einen nur 15 Jahre alten Frachter für gefährdet halten. Erst ein Unglück im Januar 1998 brachte die Fachleute auf diese Erkenntnis.